Die Staatsstraße 98, sprich die Puschwitzer Straße in Neschwitz, wurde am Donnerstag wieder freigegeben. Dies erklärte Katrin Ulrich von der Gemeindeverwaltung in Neschwitz, Bereich Bauamt und Bauleitung gegenüber der Lausitzwelle. Ursprünglich war für die Freigabe der Freitag, also der 13. Oktober, anvisiert worden. Seit dem April 2023 war die Fahrbahn der Puschwitzer Straße einschließlich des Neschwitzer Kreisverkehrs und des kurzen Teilstücks der Hauptstraße bis zur Einmündung erneuert worden. Die Gesamtlänge der Baustrecke beträgt etwa 650 Meter. Die Kosten belaufen sich auf etwa 875.000 Euro.